Die Kapitalmärkte haben für nahezu jeden Anlegergeschmack das passende Angebot parat. Über viele Jahre gehörten sogenannte geschlossene Beteiligungen dazu. Inzwischen haben diese Produkte jedoch ein recht negatives Image bekommen. Das ist unser Thema jetzt mit Markus Riedmeier. Er ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Quadrofolio GmbH. Schönen guten Tag, Herr Riedmeier. Vielen Dank. Ja, noch vor wenigen Jahren gehörten geschlossene Beteiligungen zum guten Ton in der Kapitalanlagewelt. Was ist hier seitdem geschehen? Ja, die Welt der Beteiligungen hat für die Anleger viele, viele Verlustwellen hinter sich. Auf der einen Seite waren es in den 90er Jahren die Ostimmobilienbeteiligungen, die sicherlich noch in vielen Gedanken sind. Dann ergänzt über die Filmbeteiligungen, Medienfonds, die auch kein gutes historisches Interesse übrig lassen. Und dann zu guter Letzt in 2008 ganz viele Schiffsbeteiligungen, die in vielen Portfolien waren und die für Verluste gesorgt haben. Und da hat der Gesetzgeber erkannt, spätestens in 2014 mit dem Windkraftbetreiber Procon, dass es so in der Gesetzessituation Nachjustierungen bedarf und hat stringente gesetzliche Kriterien eingeführt, die dann in der Branche doch für einige positive Effekte gesorgt haben. Dann machen wir es konkret mit Blick auf die Regulatorik. Was hat sich jetzt hier in den vergangenen Jahren mit Blick auf die Produkte verändert? Ja, es waren sicherlich bis 2015, eben bis zu dieser regulatorischen Änderungen, waren 400 oder gar mehr Produkte am Markt. Und mit der neuen stringenten regulatorischen Zulassung sind es nur noch 20 bis 25 Produkte am Markt. Und das macht ganz klar deutlich, dass viele alte Anbieter den Kriterien nicht mehr folgen konnten. Und man kann ganz klassisch sagen, was geholfen hat, dass die Trennung zwischen Management auf der einen Seite und Zulassungskriterien auf der anderen Seite. Und da gibt es Kapitalverwaltungsgesellschaften, die stringent darauf schauen, dass das, was auf der einen Seite der Gesetzgeber möchte, auch wirklich eingehalten wird. Wenn Sie jetzt auf geschlossene Beteiligungen schauen, worauf achten Sie da ganz besonders? Welche Kriterien sind Ihnen wichtig? Ja, also wir achten im Speziellen auf eine sehr, sehr breite Streuung. Die ist für uns die Musterverfolgung, die wir überhaupt in Anspruch nehmen, dass wir nicht auf ein Investitionsgut setzen, sondern eine wirklich breite Investitionsbasis. Und das ist zum Beispiel bei Zweitmarktfonds wunderbar gegeben. Gutes Stichwort Zweitmarktfonds, spezielles Thema. Was ist das Besondere an dieser Gattung? Ja, wie der Name schon sagt, Zweitmarktbeteiligungen. Es ist ein Zweitmarkt, das heißt, es gibt eine Beteiligung, die zuerst ein anderer Anleger hatte. Der braucht Kapital, warum auch immer. Und dieses Kapital bekommt er über eine Börse oder sonstiges eben nicht, wie er das an üblichen anderen Wertpapieren hat. Und hier kommen Zweitmarktfonds ins Spiel und kaufen diese Beteiligung zu günstigen Kursen von dem Geldbedarf des Kunden ab. Und dementsprechend ist es so, dass hier, wie der Name so schön sagt, im Einkauf der Gewinn liegt. Und das macht Zweitmarktfonds sehr, sehr attraktiv. Rendite ist wichtig, das ist auch richtig so, dass die Anleger darauf schauen, aber auch auf die Kostenseite muss geblickt werden. Wie schaut es hierbei eben von der Kostenseite aus? Ja, natürlich gibt es ganz üblich, wie bei vielen geschlossenen Beteiligungen, Einstiegskosten. Aber es ist eben so, dass im Einkauf der Gewinn liegt. Und hier ist es so, dass der Beteiligungsbereich, der hier vom Anleger abgekauft wird, zu sehr, sehr günstigen Konditionen erfolgen kann und somit ein Portfolio zusammengestellt wird, das mit vielen, vielen unterschiedlichen Anlageformen, also Beteiligungen, ergänzt wird und dementsprechend auch zu sehr, sehr günstigen Konditionen gestaltet ist, sodass auch für kleines Kapital sehr gut investiert werden kann. Abschließend, welche Rolle sollten geschlossene Beteiligungen in einem breit diversifizierten Portfolio aus Ihrer Sicht spielen? Wir erleben in den vergangenen Jahren immer mehr die Situation, dass wir einen Gleichlauf unter den Märkten haben. Egal, ob das im Aktienbereich ist, im Währungsbereich, aber auch im Rentenbereich. Und da wirken Beteiligungen wunderschön glättend und haben eben nicht den Effekt, dass alles steigt oder alles fällt, sondern die haben auch beispielsweise jetzt in der Corona-Phase sehr schön unter Beweis gestellt, dass es da ein schöner Puffer ist, in einem Beteiligungsbereich investiert zu sein. Markus Riedmeier, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.